Hallo immer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück. Oder willkommen zu einem neuen Let's Play-Projekt. Es gibt jetzt The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Es ist gestern um, ich glaube, 12:30 oder so erschienen. Also am 4. um 0:30 Uhr ist es erschienen. Und ich musste es einfach haben. Ich bin ein übelster Isaac-Fan. Also ich bin, ja, ich mag Isaac. Isaac ist ein tolles Spiel. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe nicht alles gelöscht, weil eben die Challenges noch da waren. Kann aber auch einfach nur sein, dass es von Anfang an die Challenges da sind. Ich glaube schon. Keine Ahnung. Okay, wir starten auf jeden Fall einen neuen Run. Und zwar auch sofort mit dem neuen Charakter, Leute. Ja, wer Isaac nicht kennt, ich werde es gleich erklären, während ich hier spiele. Wir sind hier in einem, ja, in einem Dungeon, ich weiß gar nicht. Das ist ein Guppy-Item, Leute. Wir heben es mal eben auf, damit wir die Guppy-Transformation haben können und setzen jetzt unser Space-Item ein. Das Space-Item bringt, dass wir die Space-Items, die hier im Raum sind, einsetzen. Einmal. Und, ja. Oh Gott. Ja, wir sind ein kleiner Charakter, der hier diese Ebenen durchlaufen muss, um Mom zu besiegen, also die Mutter zu besiegen und verschiedene andere Ebenen noch entdecken muss, etc. Und wir haben leider keine Bombe, schade. Und während dieses Runs können wir Items finden, und zwar in den sogenannten Itemräumen. Wie dieser hier links. Und ja, wir müssen halt in jedem Raum, wow, verdammt, Gegner bekämpfen, am besten ohne Herzen zu verlieren. Und, oh, danke, erstmal dieses Portal da wegmachen. Dieses schwarze Loch. Ich bin so außer Übung, ich habe so lange kein Isaac mehr gespielt. Aber ich musste mir dieses Spiel einfach holen und es auch instant, oh Gott, aufnehmen. Oh, das ist ein schönes Item. Mit Monstros Lunge können wir jetzt unsere Tränen aufladen und dann ganz viele auf einmal schießen. Leider sehen wir nicht, wie lange wir brauchen zum Aufladen. Das ist ein bisschen problematisch. Und ich bräuchte eine Bombe, denn da unten war ein blauer Stein, den man sprengen kann. Blaue Steine können... und ein Schlüssel. Einen neuen Schlüssel will ich auch noch haben. Wir erkunden gleich noch weiter die Ebene. Ja, jetzt sind wir in einem Bossraum der Ebene. Wir müssen diesen Boss besiegen. Danach wird ein Item gedroppt. Und ab der zweiten Ebene können Devil und Angel Deals auftauchen. Was die zu bedeuten haben, werden wir dann ab der zweiten Ebene merken. Ja, die Chance, ein Devil Deal zu bekommen, liegt jetzt bei 100%. Das ist auf der zweiten Ebene immer so. Und diese Chance verringert sich, so bis wenn wir ein rotes Herzchen Schaden kriegen durch einen Gegner. Nur durch einen Gegner, soweit ich das noch weiß. Okay, wir haben übrigens ein Curse, the Curse of the Blind. Das heißt, wir sehen nicht, welche Items dort liegen. Wir haben gerade den Lost Fly bekommen. Die fliegt jetzt den Raum entlang immer an der Wand und fügt dann Gegnern Schaden zu, wenn sie die berührt. Genau, wenn wir Tears abbekommen, dann laden wir auch schneller unsere Schüsse auf. Okay, jetzt hat sich die Devil und Angel die Chance zum Beispiel geändert. Wir haben Jesus Juice, das heißt Damage and Range Up. Das ist sehr schön. Und das hier ist jetzt ein Devil Deal. Der Devil Deal kostet immer ein oder zwei rote Herzchen. Wenn wir keine roten Herzchen besitzen, kostet dieser Deal blaue Herzen. Gut, wir haben eine Pille aufgehoben. Die Pille hat verschiedene Effekte. Wenn wir die Pille in diesem Run noch nicht aufgehoben haben, werden wir auch nicht wissen, was für eine Pille ist. Wir setzen jetzt einfach mal ein und es ist Relax. Okay. Pentagramm. Das Pentagramm erhöht unser Damage um 1,43. Und die Chance auf Angel Deals ist jetzt komplett gesunken. Wir können diesen Run über keine Angel Deals mehr bekommen, außer wir werden zufällig reingeportet. Denn wenn wir einen Deal mit dem Devil eingehen, also mit dem Teufel, da gibt es ja keine Chance mehr, dass wir mit den Engeln einen Pakt schließen können, sag ich mal. Bei dem Angel Deals ist es so, dass es gibt andere Items als im Devil Deal Pool. Und ich nehme Shop der Wut mit. Und sie kosten nichts einzusammeln. So, das, was wir eben bekämpft haben, war eine der sieben Todsünden. Und die haben immer eine Chance, Items zu droppen oder verschiedene andere Sachen. Boah. Das eben war Envy, das heißt, wir haben Schub der Wut von ihm zum Beispiel bekommen. Und das ist ein Laser, den wir schießen. Das ist ein Space-Item, was halt Schaden verursacht.
und zwei Räume Aufladung braucht. Ein kleiner Raum oder ein langer Raum geben eine Aufladung und ein... So ein großer Raum wie der über uns. Oh Gott, ey. Wie dieser Raum hier geben zwei Aufladungen. Das heißt, wenn wir hier unser Space-Item aufsetzen, ist es nach dem Raum wieder verfügbar. Weil wir nur zwei Aufladungen für das Item brauchen. Das andere Space-Item, was wir eben hatten, hat zum Beispiel sechs Aufladungen gebraucht. Das heißt, wir hätten sechs Räume clearen müssen. Bis wir das Item wieder zur Verfügung haben. Ich habe Damage bekommen. Shit. Ui. Superformen. Ja, genau, es gibt noch Superformen und normale Gegner. Das hier sind Superformen, die fügen ein ganzes Herzchen Schaden zu, haben mehr Leben und sind stärker. Back Lunch. I wonder what it is. Das ist ein Trinket, Leute. Ja, Trinkets haben auch verschiedene Effekte. Was dieses Trinket macht, weiß ich nicht. Die ganzen Trinkets kenne ich auch nicht auswendig. Das ist das Problem. Es gibt so viele Trinkets. Das ist unglaublich. Könnten noch den Geheimraum suchen. Es gibt nämlich auch einen Geheimraum und einen Supergeheimraum auf jeder Ebene. Der Supergeheimraum grenzt immer nur an einen einzigen Raum an. Und ist meistens in der Nähe des Bosses. Und ein Geheimraum ist immer an mehrere Räume angegrenzt. Das ist übrigens ein Kampfraum. Das heißt, wenn wir das Item mitnehmen oder diese Truhe hier öffnen. Das ist Relax. Einfach mal relaxen. Nein, X-Lags. Oh, lol. Ah, deswegen war der Unterschied ein bisschen anders. Es gibt also auch neue Pillen, okay. Ja, wenn wir hier das aufnehmen, was es hier gibt, was zu finden ist, die Truhe öffnen, was auch immer, dann müssen wir eine Welle von Gegnern machen. Das hier ist ein Boss-Kampfraum, das heißt, wir müssen Bosse besiegen. Das hier ist ein Zaki-Zaki-Raub übrigens. Wenn wir da reingehen, kriegen wir Schaden und wenn wir rausgehen, kriegen wir Schaden. Außer wir können fliegen, dann kriegen wir nur beim Rausgehen Schaden. Und drin warten halt entweder Items oder Gegner oder Herzchen auf uns. Oder Kisten. Kisten können auch sein. Das hier ist eine Cage Room. Oh mein Gott, ein Bombbäcker. Den habe ich noch nie gesehen. Den hatte ich noch nie. Ja, der frisst unsere Bomben. Und ja, an dem hier können wir spielen und der gibt uns dann zufällig irgendwas. An dem dort könnten wir auch spielen. Der würde Herzchen abziehen und nach einer Zeit Items droppen. Also Gegenstände oder ein richtiges Item, aber da wir nur ein halbes Herzchen haben, bringt es uns nichts, deswegen sprengen wir diese kleinen... LOL! Das war einfach mal eine Fake-Kiste. Okay. Gut, dann machen wir halt noch einen Run. Oh, Gegner. Eine Fliege, die ins Feuer... Okay, zwei Fliegen ins... Was war das denn? Ey. Ich komme auf den Schalter und diese Spinne spawnt direkt in mir. Oh Mann, ey. Oh Gott, diese Gegner können wir nicht töten. Oh Gott, wie habe ich mich denn da durchgemogelt? Ich bin dumm. Ah. Okay. Wir starten nochmal einen Run mit Isaac. Wenn der jetzt besser läuft, dann lade ich das noch hoch. Proptosis. Oh, wie geil. Je näher wir jetzt dran sind, also an den Gegnern, umso größer unsere Tränen, desto mehr Damage machen wir. Das heißt, unsere Tränen sind nah an uns dran, viel größer. Das heißt, wir haben übelsten Damage. Oh, wie geil. Okay, das wird ein guter Run, Leute. Das wird ein guter Run, ich rieche es. Vielleicht schneide ich auch ein bisschen, sodass ich halt die Informationen, die ich gesagt habe, oder alles, was ich als Information gesagt habe, reinschneide noch hier vor den Run und den Rest lasse ich draußen. Weil die Informationen sind halt wichtig für euch oder für die Leute, die halt kein Eis erkennen. Weil sonst, ja, macht es keinen Sinn. sonst versteht ihr halt nicht, was ich hier mache. Wisst ihr? Deswegen. Die Informationen lasse ich wahrscheinlich drin und den Rest schneide ich raus. Okay. Eine Pille. Explosive Diarrhea, das legt Bomben, ganz viele Bomben. Und da haben wir blaue Steine, das ist schon mal sehr gut. Okay. Isaac startet übrigens mit drei roten Herzen, nicht mit zwei roten Herzen. Ein bisschen mehr, nee, gleich Speed, okay. Aber, ja, die Stats sind halt von Charakter zu Charakter unterschiedlich. Hallo, Little Horn. Von dir gibt es jetzt in Superform, soweit ich das mitbekommen habe.
Ach ja, herrlich. Okay, das ist doch schon mal ein besserer Anfang, oder? Schon mal ein besserer Anfang. Proptosis als erstes Item ist schon mal sehr gut. Sehr gut sogar. Weil wir halt guten Damage haben, auch auf den ersten paar Ebenen. Gut, wir haben Koffeinpilbe aufgehoben. Das gibt uns Speed Up und Größe ein bisschen kleiner. Also wir werden ein bisschen kleiner, Size Down halt. Und eine Pille. Und für uns war es jetzt Friends Till the End. Das heißt, wir haben drei Fliegen gespawnt. Drei freundliche Fliegen, die uns helfen. Die fliegen halt auf die Gegner zu und machen Damage. Und ja, ist hier blauer Stein? Nirgends. Schade. Kein blauer Stein. Oh, ich hasse Fliegen. Oh, Fliegen sind so nervig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja. Nice. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Nice. Okay. Sehr gut. Oh, gut. Ein paar Bomben dazu und Giftbomben. Wenn wir die Bomben im Raum legen, ich weiß nicht, ob das für den ganzen Raum zählt oder nur für getroffene Gegner. Auf jeden Fall werden sie dann vergiftet, die Gegner. Nochmal drei Fliegen in der roten Kiste, alles klar. Oh, wir stellen uns hier hin. Oh, ein bisschen huschen. Tut mir leid. Oh, okay. Aber das ist doch schon mal ein Run, der eindeutig besser läuft. Wir haben leider noch kein Space-Item, mit dem wir starten. Es kommt bei Isaac erst ein bisschen später dazu. Oh Mann, nein! Ah, damn. Okay, was? Okay, das war ja mal übel dumm von mir. Wie bin ich denn da reinge... Nee. Okay. Jetzt noch dich. Komm, nice. Spawn leider nichts, also wir droppen leider nichts, okay. Und wir sind schon beim Boss der zweiten Ebene. Wir haben den Itemraum, okay, alles klar. Oh. Hallo Monstro. Hallo Monstro. Uiuiui. Alles klar. Okay. Ja. Das sind jetzt die beiden Runs da eben, beziehungsweise drei Runs, waren es ja eigentlich. Verkackt habe, es tut mir echt leid. Wie gesagt, es ist Ewigkeiten her, dass ich Isaac gespielt habe. Gucken wir mal. 9 Leben. Und das Item dort, das nehmen wir alles beides natürlich mit. Gerne. Dürfen nur nicht auf die Stacheln kommen. Okay, hat sich erledigt. Wir sind auf die Stacheln gekommen. Okay. Oh. Gut, wir haben jetzt kein blaues Herzchen mehr, aber wir haben 9 Leben. 9 Leben, das ist ein Guppy-Item halt. Und es gibt uns halt 9 Leben. Unsere Herzen, wenn wir das Item aufheben, werden unsere roten Herzen auf 1 gesetzt. Das heißt, wir haben noch ein rotes Herzchen. Deswegen habe ich erst das andere Item und dann 9 Leben aufgehoben. Weil sonst hätten wir gar kein rotes Herzchen mehr gehabt. Beziehungsweise gar kein Herzchen allgemein. Dadurch wären wir gestorben und hätten nur noch 8 Leben und nicht mehr 9. Das war dumm. Ich überschätze mein Damage. Wir haben weniger Damage, als ich denke. Deswegen. Okay. Gut, dadurch sind wir gestorben, aber aus dem Raum draußen. Das heißt, wir müssen ihn nicht mehr machen. Oh Mann, ey. Ich bin so überfordert gerade. Und so irgendwie auch unkonzentriert. Ich weiß selber nicht, warum. Ah. Ich weiß nicht, warum. Und wie gesagt, ich überschätze mein Damage. Ich habe halt übel lange kein Isaac mehr gespielt. Mann. Es tut mir halt echt leid. Aber ist halt manchmal so. Wenn ihr ein neues Spiel komplett neu anfangt oder so, seid ihr auch nicht instant Overpros drin, sondern müsst euch erstmal hochspielen. Und so ist es bei Isaac halt auch. Du verlernst einiges, wenn du eine Zeit lang nicht spielst. Was ist denn mit mir? Warum werde ich denn durchgehend getroffen? Oh, das fuckt mich selber ab, ey. Spawn hat instant 2 Gegner, alles klar. Noch ein Gegner. Okay, das Portal ist weg. Sehr gut. Boah, diese Portale sind jetzt schon meine Hassgegner. Ohne Witz. Okay, das war eben auch ein neuer Gegner. Die Zunge rausgestreckt, sag ich mal. Okay, auch mal interessant. Okay, wir one-hitten schon mal fliegen. Das ist doch schon mal schönes Damage. Oh ja, war das close, ey. Bin ich close. So. Geh weg. Nice. Wir brauchen noch den Itemraum und wir kriegen doppelt... Stimmt, das Item, was wir im Devil Deal aufgehoben haben,
Habe ich gar nicht gesagt, ne? Alter, was ist denn mit mir? Gibt uns immer Doppeldrops. Das heißt, alles, was gedroppt wird, wird zweimal gedroppt. Oh. Mann! Ey, jetzt ist es aber echt mal gut. Ohne Witz. Alter. Ich krieg's halt nicht hin auszuweichen. Ich weiß nicht warum. Irgendwas ist hier, weiß ich nicht. Wir spielen ja auch im Hard-Mode, das heißt, es ist alles nochmal ein bisschen schwerer. Aber trotzdem, Alter. Das ist ein schönes Item. Cricket's Buddy. Das heißt, ja, Tears up, wir schießen schneller. Und wenn unsere Tränen auf den Boden kommen oder Gegner treffen, splitten sie sich halt auf. Das heißt, es ist so gesehen auch nochmal ein Damage up. Weil wir halt, ja, mehr Tränen dann schießen, wenn sie sich aufsplitten. Und, Alter. Jetzt aber gut, jetzt will ich langsam echt nicht noch öfter krepieren. Wir haben schon 3 Leben verballert, Alter. 3-mal bin ich schon gestorben jetzt hier. Also insgesamt schon 4-mal dann. Ne, 3-mal. 3-mal, ja. Oh, ey. Total scheiße. Es tut mir halt echt leid. Ich weiß auch nicht, warum ich so bad bin gerade. Ich habe keine Ahnung. Wow, okay. Es zählt nur für die getroffenen Gegner. Unsere Giftbomben. Wir brauchen ja endlich mal mehr Herzen. Wir haben eine Krone. Die gibt uns Geld. Ganz viel Geld. Und das heißt, wir suchen jetzt den Shop auf. Hoffen, dass er hier in der Nähe ist. Um noch ein wenig einzukaufen. Vielleicht ist er ein blaues Herzchen im Shop oder so. Wir können den Automaten vielleicht weiterfüllen. Oder ein cooles Item ist drin. Das Batterienbaby. Es gibt uns Batterien. Das brauchen wir halt nur nicht. Kaufen wir uns mal die Karte. Emperor. Das ist sehr gut eigentlich. Durch Emperor teleportieren wir uns instant zum Boss, also zum Endboss halt, zum Bossraum. Und ja. Ja, ja. Das können wir halt nutzen, um aus dem Zaki-Zaki-Raum zum Beispiel rauszukommen, wenn wir noch ein Herzchen haben, also ein halbes. Das mache ich jetzt, da mache ich jetzt nichts, obwohl ich spreng das alles. Eine Pille, okay. Lemon Party, das ist sehr gut. Und wir haben ein Herzchen bekommen, schön. Sehr gut. Darauf habe ich gerade gehofft, dass wir ein kleines Herzchen bekommen, ein kleines rotes, durch Sprengen von den Gegnern da, beziehungsweise den Automaten. Oh Gott, ey. Es kann doch nicht sein, dass ich hier die ganze Zeit getroffen werde. Mann. Ja, immer wenn wir getroffen werden, sinkt halt unsere Deal-Chance. Wir haben jetzt 18%. Das heißt, wir könnten noch einen Devil Deal bekommen. Wenn wir nicht weiterhin die ganze Zeit getroffen werden. Alter. Es tut mir leid. Ich weiß selber nicht, warum ich gerade so scheiße bin, Alter. Das ist ja unglaublich. Wir sollten gleich einfach den Boss machen. Danach die Ebene machen. Machen jetzt den Boss. Och nee, nicht der. Oh nee. Von dem werde ich locker getroffen. Oder auch nicht. Und wir haben keinen Deal bekommen. Scheiße. Scheiße, scheiße. Wir haben ein HP-Upgrade und Cartridge. Ich weiß auch nicht, wieso, was das Trinket bringt. Bei Trinkets bin ich halt total ratlos. Ich weiß nicht, ich bin... Oh, aha. Guck, wie ich immer getroffen werde. Das ist so kacke, ich bin so schlecht. Es tut mir so leid für euch, dass ihr das mit ansehen müsst. Okay, da konnte ich jetzt nichts für. Mini-Monstro war da gerade. Auch niedlich. Okay, gehen wir erstmal in den Shop. Spider-Mod, das ist sehr cool. Jetzt sehen wir, wie viel Damage wir machen. Und die Lebensanzeigen der Gegner. Ja, jetzt kann ich ja so oft getroffen werden wie möglich eigentlich. Weil wir keinen Deal... Ich renn in diese verfickte Träne rein, Alter. Oh, irgendwas ist falsch mit mir. Ich weiß noch nicht was, aber irgendwas ist definitiv nicht ganz richtig mit mir. Schon wieder. Fast wäre ich in diese Träne reingelaufen. Alter, was ist das? Oh. Ey, es tut mir halt echt leid. Ich will nicht so scheiße sein. Aber ich bin halt irgendwie übel bad gerade. Aber übel bad. Okay, komm, Fledermaus, geh weg. Oh. Als ob er noch einen gespawnt hat. Komm schon, dein Ernst. So, und hier ist definitiv der Geheimraum, oder? Nicht? Schade. Ich will in diesen Zacki-Zacki-Raum reingehen.
Ich will da echt irgendwie rein. Wir könnten Leben opfern gleich. Da ist er auch nicht? Obwohl, wartet. Moment. Oh, scheiße, da kann er auch nicht sein. Hä, wo ist denn der? Hä? Ist er hier? Ja, alles klar. Und 3 Bomben, das heißt, wir können das hier oben sprengen. Und bitte, blaue Herzchen. Ja, okay, die holen wir uns später. Die holen wir uns später. Damit ich sie nicht alle gleich jetzt wieder verliere, sondern für die nächste Ebene habe. Oh Mann, ey. Immerhin etwas. Ich muss dieses schwarze Loch besiegen. Ich hasse mich. Warum bin ich denn so bad, Alter? Das kann nicht wahr sein. Okay, wir haben das schwarze Loch besiegt. Alles klar, alles gut. Oh Mann. Alter, ich fasse es nicht. Mann, kann ich mal aufhören damit? Es tut mir so leid. Ich reg mich übel auf, also übel selber drüber auf, dass ich so viel Damage kriege. Dass ich auch vor allem so dumm in Gegner einfach rein... Hä? Okay, warte, was hat mich jetzt gekillt? Dass ich auch so dumm einfach in Gegner reinrenne, das macht einfach keinen Sinn. Cancer ist das, ne? Cancer, komm. HP ab, immerhin. Und ganz... Ach, Cancer gibt jetzt blaue Herzchen anstatt rote. Das ist nett. Das finde ich sehr nett. Alter. Ich finde mich so schlecht. Ich weiß nicht, was... Nee. Also, ich meine, klar, ich habe die Ausrede, ich habe Isaac schon lange nicht mehr gespielt, aber so scheiße kann ich doch nicht sein. Nur deswegen, Alter. Vielleicht auch wegen der Aufregung. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Es tut mir auf jeden Fall echt leid. Alter Vater. Ich könnte mich dafür gerade selber schlagen, dass ich so scheiße bin gerade. Heilige Kacke. Wir kommen auch kein Devil Deal mehr, weil wir, ja, haben keine Chance auf den Devil Deal. Wir haben jetzt wieder eine 100%ige Chance, Leute. Wir gehen in diesen Zacki-Zacki-Raum. Dafür nehme ich den Damage gerne in Kauf. Denn Zacki-Zacki-Raum-Damage kann etwas Gutes heißen oder auch gar nichts. Zacki-Zacki-Raum ist Kacke. Dieser hier zumindest war scheiße. Ach man. Gut, die Kisten öffne ich jetzt nicht. Es gibt auch ganz viele neue Räume, habe ich jetzt gerade schon gesehen. Oh Gott. Da weiche ich aus, ne? Da renne ich rein, ja. Klar, alles. Alter! Wenn ihr mich seht, irgendwann mal, schlagt mir einfach ins Gesicht. Wenn ich frage, warum, sagt ihr Isaac. Da weiß ich schon. Also bitte nicht zu doll, ne? Weil es könnte echt wehtun. Aber... Und auch nicht mit der Faust, mit der flachen Hand wenn, okay? So eine Bitch-Slap oder so. Oh Gott, ey. Es tut mir echt leid. Es tut mir echt verdammt leid. Vor allem geht dieser Part schon 36 Minuten. Meine Tode am Anfang, das ganze Treffen lasse hier, ey. Oh Mann. Oh Mann. Ey. Ich fühle mich... Nee. Heute ist nicht mein Tag. Heute ist nicht mein Isaac-Tag. Oh. Ich sterbe auf dieser Ebene. Also, ich sterbe da... Nee. Ich werde hier wieder sterben. Was ist das? Ach, ein blaues und... Oh, cool. Es gibt Doppelherzen. Es war ein blau-rotes Herzchen. Also, okay. Das ist sehr, sehr cool. Das ist sehr, sehr cool. Das heißt, wir haben jetzt immerhin wieder ein blaues Herzchen. Beziehungsweise zwei sogar. Wir haben auch noch eine 100%ige Devil-Die-Chance. Heißt, noch ist nichts verloren, Leute. Noch ist nichts verloren. Apropos, wir können in den Automaten nicht mehr reinstecken. Der Automaten ist stecken geblieben. Das heißt, für diesen Run können wir in den Automaten nichts mehr füllen. Ja. Ja. Oh Mann. Zack. Was ist das? Alter! Nee, lassen wir mal. Okay, ich glaube, das obere ist Shotspeed, Leute. Das ist das zweite von links da, auf der linken Seite. Sind wir schon bei der Marm-Ebene? Nein, sind wir nicht. Okay. Monstro 2. Alles klar. Ich bin dumm. Ich bin gerade schon wieder getroffen worden. Gut. Oh. Ja, das Angriffsmuster von den verschiedenen Bossen könnt ihr selber... Könnt ihr euch selber...
ansehen. Das seht ihr ja auch selber. Genau, die Spider-Mod zeigt übrigens nicht nur unser Damage an und das Leben des Gegners. Außerdem kann es noch verschiedene Effekte vorher herbeirufen. Eben zum Beispiel wurde Monstro verbrannt. Und ja, das Item, was wir gerade aufgehoben haben, nehmt das mit. Azazel! Cool! Das Item, was wir gerade aufgehoben haben, gibt uns halt Bomben und ein schwarzes Herzchen. Evil Up. Immer wenn ein Item Evil Up gibt, dann kriegen wir ein schwarzes Herzchen. Das ist außer bei Trinkets. Kein schwarzes Herzchen, wenn wir das immer auch wieder aufheben. Aber alle anderen Items halt. Oh Gott. Oh Mann. Eine Mimikiste. Okay, alles klar. Health Up. Okay, wir haben wieder Leben. Something's wrong, okay. Neue Pille bekommen eben, schon wieder. Wir brauchen aber noch den Itemraum, Leute. Wir brauchen noch den Itemraum. Okay. Komm schon. Ja, diese Gegner sind so... Ich hasse diese Gegner, ne? Sind so nervig, weil man sie halt nur von hinten angreifen kann. Mit Glück auch noch von der Seite. Aber eigentlich nur von hinten. Wir können halt nur ihre Höhen, sag ich mal, verletzen. Und das ist schon... Oh Gott! Ah, ich bin eben auf der Spur gestorben, glaube ich, ne? Ich glaube, ich bin eben auf der Spur gestorben, das eine Mal. Alles klar. Ich habe nicht gesehen, dass sie eine Spur hinterlässt. Da, schon wieder. Die Spider-Mod hat den Gegner angezündet. Wir gehen hier rein. Yes! Oh, das ist schön. Das ist sehr geil. Ein bisschen Speed up, ein bisschen Damage down, aber das können wir vertragen, denn wir haben eine üble Fire Rate jetzt. Eine übel gute Fire Rate. Und hier könnte der Geheimraum sein. Nein? Okay. Er könnte auch hier versteckt sein. Lucky Rock has appeared, dafür, dass wir Steine gesprengt haben. Okay, sehr gut. Dann gehen wir jetzt auf die letzte Ebene, Leute. Auf die letzte Ebene. Genau, übrigens, wenn ihr in ein Devil Deer geht, ihr habt ein rotes Herzchen, aber dieses rote Herzchen, so wie bei mir jetzt gerade, ist nicht aufgefüllt. Dann kostet der Devil Deer trotzdem blaue Herzchen, weil es nicht erkannt wird, dass ihr ein rotes Herzchen besitzt. Merkt euch das. So. Ach genau, wenn ihr den Boss gepackt habt und dann den Raum... Also Devil Deal bekommt und den Raum verlasst, ohne den Devil Deal zu betreten, dann verschwindet der Devil Deal. Auch wenn ihr im Devil Deal wart, wieder rausgeht, könnte es sein, dass der Devil Deal verschwunden ist. Also nicht die Tür zum Devil Deal ist nicht mehr offen. Das heißt, außer ihr habt ein bestimmtes Item, was wir noch nicht gefunden haben, das nennt sich Goathead. Das hat halt, das gibt halt die 100%ige Chance auf jeder Ebene für einen Deal. Und ja. Oh, cool. Ja, also immer schön nach dem Bosskampf direkt reingehen. In den Devil Deal. Sonst ärgert ihr euch irgendwie noch. Später. Wir haben übrigens noch ein schwarzes Herzchen aufgesammelt. Das schwarze Herzchen ist circa wie das Silberherzchen. Also es lädt sich halt nicht wieder normal auf. So wie die Herzcontainer, sage ich jetzt mal, bei den roten Herzchen. Und wenn wir es verlieren, machen wir im ganzen Raum Schaden. Ja. Das war's eigentlich. Das ist wieder eine Todsünde. Das ist Greed. Oh. Ja. Er ist nervig. Er hat ein übelstes Shotspeed. Und ich kann mit meinem Speed erst recht nicht ausweichen. Und ja. Wenn er uns trifft, dann verlieren wir noch Geld. Aber das ist jetzt weniger schlimm. Aber ja, dieser Greed kann halt in Geheimräumen auftauchen. Halt auch in den normalen Mini-Boss-Räumen. Und, in Shop. In einem Shop. Ich spreng mal ein paar Totenköpfe. Weil es kann sein, dass in den Totenköpfen halt, schwarze Herzchen drin sind. Waren sie aber diesmal nicht. Ach man, schade. Diese Gegner ziehen übrigens immer ein ganzes Herzchen ab. Egal ob Superform oder nicht. Und sie sind halt übel schnell und, so nervig. Wenn man kaum Damage hat und kaum Speed, dann... hat man bei diesen Gegnern verkackt. Das sind Brimstone-Vaginas. Schießen halt einen Laser aus ihrer Öffnung. Spider-Mod hat ihn
Geschamt. Alter, wie behindert war das denn gerade? Das war echt übel unlucky. Das sind das für Spinnen? Die verwandeln sich in was Verschiedenes, oder wie? Wenn wir sie töten, alles klar. Okay. Okay. Dieses Gelache heißt immer, dass die Mom-Hand in der Nähe ist. Und gleich auf uns runtergefallen kommt. Und das ist eine... Oh, eine zweite Form der Hand. Es gibt einmal die Knochenhand gerade, wie ihr sie gesehen habt. Oder die normale Hand, die wir auch im Devil Deal einmal hatten. Und das ist ein Space-Item, ein Teleporter. Und das ist ein neues Trinket, Double Moon. Ah, das heißt, es gibt zwei Geheimräume ab der nächsten Ebene. Wenn wir noch eine Ebene weitergehen würden halt. Weil hier, die Map ist ja schon generiert. Das heißt, es gibt hier keine zwei Itemräume oder Geheimräume, meine ich jetzt. Ja, weil alles schon vorprogrammiert oder vorkonstruiert wurde. Okay, das ist ein Bottle of Glass. Aber wir müssen jedes Item einmal aufnehmen. Um die 1001% zu bekommen. Um alle Items halt entdeckt zu haben. Ja, der Teleporter teleportiert uns halt an eine Stelle. In dieser Ebene. Was ist hier? Oh Gott, das war dumm. Wir haben nur noch ein Leben, Leute. Wir müssen gleich gegen Mom kämpfen. Okay. Nur nicht so schnell hier durch. Och nee, nochmal so ein Raum, Alter, dein Ernst. Alter, dein Ernst. Oh Gott. Okay. Okay, ich wurde nicht getroffen. Alter, ich hatte gerade Schiss, dass ich getroffen werde. Von diesem Knochen. Diese Knochengegner sind auch übel nervig. Okay. Jetzt müssen wir hoffen, dass wir hier irgendwie ein schwarzes Herzchen aus diesen Totenköpfen bekommen. Ja! Oh, wir sind ein wenig safe zumindest. Was haben wir hier? The Sun und The Sun. Okay, was gibt's hier denn auf der Ebene noch? Einmal den Raum, okay. Und mit der Sun-Karte können wir auch unsere Leben auffüllen und Damage im ganzen Raum verursachen. Also unsere roten Herzchen werden aufgehoben. Das ist sowas wie halt, ja, wieder Full Health. Full Health. Full Health. 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 Was auch immer. Ja, das ist Mom. Mom stampft. Mit ihrem Fuß. Manchmal. Und ansonsten spawnt sie halt Gegner. Und presst uns ihr Respektfalten. Oder ihr Auge aus diesen Türen. Und wir müssen sie halt bekämpfen. Sie ist ein bisschen nervig. Und wir haben es endlich mal geschafft. His mother, filled with the desire to serve her God, was bearing down on Isaac. I will do as I am told, my lord. I love you above all else. Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. Oder auch nicht. Ja. Das war der erste Run von Isaac. Da haben wir The Womp freigeschalten. Und ein paar Challenges. The Womp ist eine weitere Ebene nach der letzten Ebene eben. Jetzt haben wir gerade Mom besiegt und der Run war zu Ende. Jetzt können wir auch weitergehen. Und zwar in The Womp. Und dann zwei Womp-Ebenen machen. Uiuiui, haben wir viel freigeschalten. Jetzt müssen wir halt, können wir halt die Womp-Ebene machen. Und dann zwei Womp-Ebenen und dann geht es ab zum Mom. Zu Moms Heart. Also zu dem Herz von Mom. Und das müssen wir dann auch nochmal besiegen. Und dann endet der Run auch wieder. Es sei denn, ich glaube, wir müssen 10-mal oder so Moms Herz besiegen, damit wir weitergehen können. Entweder nach oben oder nach unten. Das heißt, entweder in die Kathedrale oder in die Hölle. Und, ja, in der Hölle treffen wir halt auch Satan und oben treffen wir halt Isaac. Wir können aber auch, bevor wir Moms Herz 10-mal besiegt haben, in diese verschiedenen Ebenen, indem wir halt einen Deal bekommen gerade. Das könnte halt durch Goathead zum Beispiel passieren oder halt durch Zufall, dass wir noch einen Devil Deal bekommen oder so und dann runter zu Satan können.
Und wenn wir, glaube ich, 6-mal Isaac und 6-mal Satan besiegt haben, schalten wir das Polaroid oder das Negativ frei. Und wenn wir das dann aufheben, wenn wir Mom besiegt haben, können wir nach der Kathedrale mit dem Polaroid in die Chest und mit dem Negativ in den Dark Room, wenn wir in der Hölle waren. Ja, aber dazu kommen wir später erst. Wir machen als nächstes erstmal einen Run wieder mit, weiß ich nicht, ich glaube, wir machen einen Greed Run. Oder? Ich weiß es noch nicht. Wir machen Lazarus Run, glaube ich. Und ja. Dann versuchen wir auch noch neue Charaktere freizuschalten. Gut, wir sehen uns bei das nächste Video wieder. Haut da rein.